Vivien Lindt, das Video, das neue Musikvideo ist fertig und wie es ausschaut, das kann man über die Infokarte dann erfahren. Da dürft ihr mal draufklicken. Also alle, die wo bei YouTube sind, die haben da die Möglichkeit. Für die anderen ist es im Text verlinkt, den Link zum Video. Und die Vivien Lindt, die habe ich jetzt natürlich auch im Gespräch, nicht nur hier als Aufsager, sondern sie ist live zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank, servus. Servus. Corona-Zeit, die macht es wieder natürlich mal möglich, dass wir zusammenkommen, denn wir sind jetzt alle zu Hause, du natürlich ja auch. Und ja, sind komische Voraussetzungen aktuell, ja. Genau. Du und ich gehören zusammen, so heißt deine brandneue Single. Genau, das ist es. Wir wollen damit einfach die Leute auch ein bisschen motivieren, den Kampf gemeinsam aufzunehmen, die Herausforderung gemeinsam aufzunehmen und einfach ja, dranbleiben und nicht versagen. Gerne, so ist es, genau. Also als wir das erste Mal hier bei Promigeflüster getalkt haben. Wie lange her, ja? Bitte? Wie lange ist das jetzt schon hier? Ich mache das Ganze jetzt 13 Jahre und du warst da einer der Ersten. Damals haben wir noch kein Video dabei gehabt. Da war es noch mit Foto und ganz normal Audio, ne? Ja, die Zeit vergeht. Ja. Schön war. Da saß man auch, glaube ich, bei dir da so am Tisch, oder? Da waren wir gemütlich in unserem Wirtshaus, aber das ist auch Schluss. Aber wir hoffen alle das Beste und jetzt sitzt du halt einmal zu Hause bei mir in der Küche. In der Küche, aber nee, ich war ja schon bei dir dann zu Hause. Das haben wir im Wohnzimmer damals gemacht, genau. Ja, ganz zu Hause, ja. Und jetzt? Ja. Leider. Und ich weiß doch, ich habe noch ein Versprechen offen, ne? Du weißt jetzt nicht, für was. Also. Wir wollten hier internas ausplaudern. Nee, ich muss doch noch irgendwo mal zum Garten umgraben kommen, hieß es. Ja, bis dass du kommst, dabei ist die zweite Session angerissen. Also das ist. Aber wir finden immer Arbeit. Du kannst gerne kommen. Alles, okay. Ja, müssen wir mal wieder einen Angriff nehmen. Aber erst nach der Corona-Zeit. Jetzt kann man ja Corona vorschieben, genau, richtig. Ja, keine Ausrede verlegen. Ja. Musikalisch, was planst du? Was sind so deine nächsten Pläne? Jetzt haben wir zwar die Single draußen, gibt es darüber hinaus auch ein Album? Ist da auch was geplant? Wo die Reise hingeht, ist momentan einfach ein großes Fragezeichen. Wir sind natürlich motiviert. Wir haben jetzt eine tolle Single an den Start gebracht. Das war hier schon eine Überlegung, macht man das jetzt während dieser Pandemie, macht man es nicht? Wo ich sage, die Für und Wider sind einfach immer wieder gegeben. Aber wir haben uns dafür entschieden. Wir haben die Herausforderung einfach angenommen und gesagt, nein, wir machen das jetzt. Und das Wichtigste, die Priorität hat jetzt natürlich die Single, du und ich. Mhm. Gehören zusammen. Natürlich dann auch wegweisend sein, wie geht die Reise weiter. Also ich möchte mich da jetzt einfach noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil man weiß nicht, was kommt, wie es sich entwickelt. Auf alle Fälle mit dieser Single, glaube ich, haben wir jetzt einen sehr guten Stein gelegt, dass da einfach noch weiterhin mit Sicherheit sehr viel passieren wird. Genau. Und als Komponist hast du auch den Willi Klöter nach wie vor noch im Boot. Das ist ja, glaube ich, ja, das ist ja einer deiner, von der ersten Stunde an quasi, ne, der dich damit aufgebaut ja, hat. Ja, also ich darf schon sagen, der Willi ist mittlerweile auch schon ein sehr guter Freund geworden, der einfach dazugehört, wo ich sage, mit Mani Hochholzer zusammen auch, das ist so ein tolles Team und mit Susanne Ibrahimi hat sich das Ganze wieder schön erweitert. Mhm. Es passt einfach zusammen, es passt menschlich, es passt vom Arbeiten her, von den Sichtweisen her. Und von daher sind wir da schon auf einem guten Weg, dass wir da wieder ein sehr gutes Team am Start haben. Genau, es ist ja alles natürlich viel, viel schwieriger geworden. Das wissen wir alle in der Musikbranche. Schlager, gut, läuft sehr gut. Aber so in der volkstümlichen Schiene, da ist ja, kann man sagen, eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Aber ich denke mal, die Nummer, die kommt sehr gut an. Das klingt also wirklich sehr, sehr toll. Da hast du wieder wirklich einen Glückstreffer, denke ich mal, gelandet. Wenn das jetzt bei den Radiostationen auch noch so gut angenommen wird, dann
steht ja einiges im Wege. Wir hoffen alle das Beste. Also wie gesagt, wir geben unser Bestes, wir sind mit Überzeugung an der Sache dran. Und ich sage immer so schön, es hat jede Zeit ihr Für und Wider und einmal das ist das top und einmal da. Aber ich sage, da darf man sich einfach nicht verrückt machen lassen. Wenn man von dem überzeugt ist, was man macht, wo ich sage dann, und vor allem auch ehrlich zu sich selber ist, und dann kommt einfach die beste Resonanz und es ist einfach nur, man kann nichts anderes sagen wie Danke. Einfach danke, dass man die Möglichkeit hat. Danke, dass man auch die Medien und sei es Rundfunk, sei es bei dir, dass man einfach auch die Unterstützung bekommt, die Titel an den Mann zu bringen. Nennen wir es mal so. Denn wenn hier nicht miteinander gearbeitet wird, dann bringt der beste Funk nichts, bringt der beste Künstler nichts. Das geht nur miteinander. So schaut es aus, genau. Und gerade in der heutigen Zeit jetzt, in der Krise, heißt ja immer so schön, man muss zusammenhalten und solidarisch sein. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Ja. Ich bin super und ich hoffe auch, dass nach dieser Krise diese Solidarität und der Zusammenhalt wirklich so auch bleibt. Denn so schwer wie das Ganze auch ist, also man lernt auch schon sehr viele schöne Seiten wieder neu kennen und neu schätzen. Und da kann ich nur sagen, ich hoffe, das bleibt auch so. Und diese Entschleunigung, die wo jetzt ein bisschen stattfindet, hält zumindest in einem kleinen Teil noch mit an. Richtig. Jetzt zu dem neuen Titel ist jetzt natürlich auch ein Video entstanden. Normalerweise, ja. Normalerweise, wir haben es ja gerade gesehen, ihr habt ja euren Lokal komplett mal schnell in eine grüne Hölle, wie man so schön sagt, umgewandelt. Sonst wird man für solche Produktionen, was weiß ich, auf die Bahamas fliegen oder sonst wohin. Also machen ja manche, ne? Aber dass es auch so geht und auch ganz gut gelungen ist, würde ich sagen, tolles Team im Hintergrund. Nein, ich muss sagen, die Idee hat mein Mann gehabt, der Flo, und der hat gesagt, Mensch, probieren wir das doch. Und er hat dann auch mit der ganzen Mannschaft in Saarbrücken Kontakt aufgenommen und der Michael Schorlepp hat uns dann im Endeffekt per WhatsApp ein Fernstudium durchgeführt, wie man was machen kann, was man richtig einsetzt. Und dann haben wir uns wirklich drüber getraut und haben mit sämtlichen Tricks und Kniffen versucht, das Beste draus zu machen. Und Flo hat das dann wirklich toll gemanagt. Und mein Schwager war dann auch noch so nett und hat uns dann seine Lichtanlage noch zur Verfügung gestellt. Der ist als Musiker ja momentan auch leider zu Hause und kann nichts machen. Und da ist eine verschärfte Family Power dann natürlich schon vom Vorteil, dass man sowas umsetzen kann. Und wir haben unser Bestes gegeben. Flo hat dann alles nach Saarbrücken geschickt. Die Susanne und der Michael haben dann alles überarbeitet, zusammengeschnitten, wieder in Form gebracht. Und für das, was wir zur Verfügung hatten, muss ich sagen, genau. Kompliment, Kompliment. Wir werden durch die Krise alle zu den Profis mittlerweile dann auch gemacht. Genau. Apropos, ja, du hast ja jetzt Das will ich jetzt nicht anfangen. Bitte? Als Profi zu bezeichnen, das will ich jetzt nicht anmaßen. Also wir haben wirklich unser Bestes gegeben, wo ich sage, also da muss ich sagen, ich freue mich schon wieder, wenn die nächste Produktion dann wieder mit unserem kompletten Team stattfindet und wir dann wieder was Tolles produzieren können. Aber wenn man so eine Herausforderung hat, und ich meine, wer hat schon mal mit so einer Krise zu tun gehabt? Kein Mensch. Kein Mensch, und ich muss sagen, jeder geht anders damit um. Und wir haben uns halt dazu entschlossen, uns nicht unterkriegen zu lassen. Sicherlich, wir haben auch unsere Tage und unsere Momente, wo man denkt, fuck, muss das sein? Ja. Wie geht's weiter? Wo geht's hin? Wir haben Gastronomie, wir sind selbstständig, die Musik. Du hast so viele Fragezeichen stehen und bis die gelöst in der Situation, wie jetzt gehandelt wird, finde ich es für richtig. Und hätte, bringt in meinen Augen jetzt überhaupt nichts. So ist es, genau. Du hast gerade nochmal angesprochen, wir wissen es ja, also die, wo fleißige Zuschauer und Verfolger unserer Sendungen da sind. Ihr habt ja einen familieneigenen Gastronomiebetrieb, den du jetzt ja mit dem Florian, mit deinem Mann, ja zusammenführt. Genau. Klar, die Gastronomie ist ja auch mit einer der Betriebe oder der Branchen,
wo es momentan ja nicht so sonderlich gut gestellt ist während der Krise jetzt? Ja, es sind sehr viele Einschränkungen, wo man sagt, wenn der heute von heute auf morgen der komplette Betrieb lahmgelegt wird. Es ist nicht nur in der Gastronomie, es ist in vielen Zweigen, aber es ist heftig. Ich brauche überhaupt nicht reden. Das ist, aber wenn man es nüchtern betrachtet, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wenn man jetzt bei uns in Bayern jetzt genau nimmt und gerade jetzt auch bei uns in Passau, wir sind ja direkt an der Grenze zu Österreich auch und ja. Wenn man die Zahlen sieht, dass wir uns glücklich schätzen können, wirklich so geringe Zahlen zu haben, ist es mit Sicherheit die einzig richtige Maßnahme, dass man die Kiste wirklich runterfährt, weil ich müsste es jetzt nicht ausprobieren, was wäre denn, wenn wir jetzt holladipolla da jetzt wieder anfangen und dann gehen die Zahlen hoch. Es haben ja auch einige gezeigt, dass es gegebenenfalls nicht der richtige Weg war. Also wir fühlen uns momentan gut. Ja, es ist schmerzt sehr, wo ich sage, wenn der Betrieb lahm liegt, du hast das schönste Wetter jetzt bei uns in Bayern, der Biergarten, das wäre jetzt ein Traum. Aber wir haben Gott sei Dank auch ganz tolle und treue Gäste und auch gerade bei uns auch im Dorf. Wir machen Sonntag Abholungen, Essen zum Abholen, wo man sagt, man geht wirklich viele, viele Wege, um einfach das Beste aus der ganzen Sache zu machen. Und wir hoffen natürlich, dass wir zügig wieder aufsperren können, aber jetzt unnötiges Risiko eingehen, nein. Ja, genau, da müssen wir wirklich noch ein bisschen die Spielregeln einhalten und ich denke mal, es wird in absehbarer Zeit hoffentlich dann vielleicht wieder ein bisschen gelockerter die Sache geregelt und dann wird es auch hoffentlich wieder zur Normalität werden. Warten wir mal sehen und müssen wir halt abwarten. Wir hoffen das Beste. Genau. Dann würde ich eigentlich schon sagen, fürs Erste soll es schon mal wieder so weit gewesen sein. Das nächste Mal dann hoffentlich wieder live von Angesicht zu Angesicht im Gasthof. Gerne. Ich freue mich schon, wenn du mit dem Rechen und so mit dem Spaten bei uns im Garten stehst. Genau, und genau. Angreifst, ich freue mich auf dich. Ist in Ordnung. Also, liebe Vivian, ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg mit der Produktion wiederum und sag mal auf bald. Dank. Grüß deine ganze Verwandtschaft, deine Familie, alle zusammen und schöne Grüße. Nach Passau. Richtig auch raus, mache ich und auch bei dir an alle ganz liebe Grüße und vielen lieben Dank für eure Unterstützung und nicht vergessen, du und ich, wir hören zusammen. So ist es.